Österreich auch gibt, ihr werdet ja auch mitkriegen, also auch jenseits vom Buchschreiben, ist im Übrigen auch der Grund, warum das Buch so lange dauert. Ja, zum heutigen Abend, wie Moritz schon gesagt hat, ich möchte so einen Überblick geben, eine Art Einführung zur Antisemitismuskritik. Wir können dann nachher, wir wollen so ungefähr noch eine Stunde dann diskutieren. Es wird sehr vieles heute oder im Vortrag nur quasi angerissen. Bin aber gerne dann sozusagen bereit, auf die jeweiligen Interessen oder dann auf Vertiefungen einzugehen. Und entschuldige mich auch schon im Vorfeld für wahrscheinlich manche Oberflächlichkeit, zumindest im Vortrag. Der Antisemitismus weist eine bestimmte Logik auf, sozusagen eine innere Logik, und zu dieser gehört es, dass er eliminatorisch ist und auch so wirkt. Das heißt, der Antisemitismus ist vor allem eine Gefahr, eine mittelbare und eine unmittelbare, eine politische, eine soziale Gefahr und eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden. Nicht nur ein Gegenstand der akademischen Forschung und Lehre. Wissenschaft hätte hier vor allem die Aufgabe, nach Mitteln und Wege zu suchen, den Antisemitismus erfolgreich zu bekämpfen. Drum spreche ich lieber von politisch intervenierender und notwendig reflexiver Antisemitismuskritik. Politisch passive und enthaltsame Antisemitismus-Theorie oder Antisemitismus-Forschung, so bedeutend ihre akademische Verankerung ist, verfehlt jedoch den Charakter des Antisemitismus als Gewalt. Kritisierbar ist aber der Antisemitismus nicht selbst, also nicht seine Sätze, er ist im Kern Mythos und insofern nicht zu widerlegen. Also kritisierbar ist nur der Prozess, die Mythologisierung oder die Formen ideologischer Vergesellschaftung und natürlich auch dann im 19. Jahrhundert politischer oder ab dem 19. Jahrhundert politischer Instrumentalisierung, die den Antisemitismus eben entweder beinhaltet oder fördert. Denn im Gegensatz zur Ideologie gibt es im Antisemitismus nichts Richtiges. Er ist, wie Detlef Clausen sagt, Praxis der Gewalt und seine Rechtfertigung zugleich. Und darum ist er nicht durch eine immanente Kritik aufzubrechen. Neben der unmittelbaren Bedrohung für Jüdinnen und Juden ergibt sich die Notwendigkeit der Kritik und Bekämpfung des Antisemitismus auch aus der Tatsache, dass, wie Jean-Paul Sartre schon, ich glaube 1947, es formuliert, also nach Auschwitz, dass niemand, Zitat, frei sein wird, solange die Juden und Jüdinnen nicht im Vollbesitz ihrer Rechte sind, niemand sicher sein wird, solange ein Jude, eine Jüdin um sein Leben zittern muss. Und er sagt dann noch, egal wo auf der Welt. Darum ist der Kampf gegen den Antisemitismus Angelegenheit, oder sollte es sein, Angelegenheit all jener, denen an Emanzipation und Befreiung gelegen ist. Radikaler Gesellschaftskritik drängt sich der Antisemitismus als Gegenstand auf, auch aus einem anderen Grund. Da, ich zitiere wieder Clausen, die Gesellschaft selbst antisemitisch strukturiert ist, hat deren Kritik, also hat Gesellschaftskritik auch, und ich denke, es gilt gerade für Deutschland und Österreich, eine Kritik des Antisemitismus zu sein. Als Mythologisierung der Verhältnisse, die er dadurch auch legitimiert, stellt der Antisemitismus zudem eine Art objektiven Feind aller Kräfte, denen es an Emanzipation gelegen ist, dar. Weil er mehr noch als herkömmliche Ideologie den Blick auf diese Verhältnisse verstellt und sie so perpetuiert. Umgekehrt gilt, dass die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Verhältnisse zu durchschauen, die Neigung zu antisemitischen Fehlschlüssen verringert.
darum, also, wie ich meine, sind die Kämpfe gegen Antisemitismus und für allgemeine Emanzipation aufeinander angewiesen und wieder, in Klammer, zu einem Kampf zusammenzuführen. Aus linker, linksradikaler Perspektive hätte ein Erkenntnisinteresse am Antisemitismus erst recht aus historischen Gründen zu bestehen, stellt doch der zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkommende politische Antisemitismus, der sich gegen Juden, unter Anführungszeichen, ich verwende, wenn ich von antisemitischen Bildern spreche, also meistens nur die männliche Form, aber dann mache ich halt so, also da sind nicht reale Juden und Jüdinnen gemeint, der sich gegen Juden als Repräsentanten wie Agenten noch unbegriffener kapitalistischer Modernisierung richtete, also dieser Antisemitismus stellte einen, wie ich meine, der Gründungsmakel der deutschsprachigen, aber auch der französischen Linken dar. Mit dieser Betonung des politischen Ursprungsort der rebellischen Varianten des Antisemitismus soll nicht behauptet werden, dass die Linke als Ganze antisemitisch gewesen wäre oder es Antisemitismus nicht immer auch und vor allem auf Seiten der Rechten gegeben hätte. Aber in dem Ausmaß, in welchem Linke mit Marx zur Kritik der politischen Ökonomie weiterschritten, benötigten sie die Juden nicht länger zum Stopfen der Lücken in der Welterklärung. Der politische Antisemitismus wurde zum Steckenpferd der Rechten, die solcher Art versuchte, Branchen in den linken Massenanhang zu schlagen und subalterne Schichten an sich und die solcher Art stabilisierten Verhältnisse zu binden. Jene Linken aber, die weiterhin an der Oberfläche dieser Verhältnisse auf der Ebene der Zirkulation verharrten, konnten sich vom antisemitischen Gründungsmakel nicht freispielen. Dieser personalisierende und moralisierende Antikapitalismus ist als zumindest strukturell antisemitisch zu kritisieren. Was heißt strukturell antisemitisch? Wir nennen einen Diskurs so, also strukturell antisemitisch, wenn er ohne konkrete Nennung von Juden auskommt, also ohne Juden im Diskurs, aber ansonsten erfüllt dieser Diskurs alle Bedingungen, um quasi als antisemitisch gekennzeichnet zu werden, wie eben Personalisierung, Verschwörungstheorie, Täter-Opfer-Umkehr und so weiter. Kann dann gern in der Diskussion ein paar Beispiele für so strukturelle Antisemitismen auch bringen. Seine aktuellen Motive bezieht der Antisemitismus heute vor allem aus einer spezifischen Bearbeitung des Narzissmus und des Nahostkonfliktes. Das antisemitische Bilderrepertoire wird dominiert vom Zionisten, der in den Täterinnenländern wie Österreich und Deutschland rachsüchtig den Schlussstrich und im Nahen Osten den Frieden verhindert. Mit dem Juden lässt sich bis heute alles erklären. Gegen die Juden lassen sich gut Bündnisse auch über ansonsten größere Differenzen schmieden. Gegen die Juden treten die ideologischen Differenzen in den Hintergrund. Hier ist angesprochen, und das ist die erste Funktion, auf die ich hinweisen möchte, des Antisemitismus, diese gemeinschaftsbildende Funktion. Also er stiftet Identität in politischer Hinsicht, aber auch in anderen Hinsichten. Es war eben vor allen Dingen diese Funktion, aber auch andere Funktionen, an die Sartre dachte, als er meinte, angesichts eben der Funktionalität des Antisemitismus, wenn es einen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden. Zitat Ende. Welche Funktionen lassen sich hier noch nennen, in der schon genannten Gemeinschaftsbildenden? Ich würde ganz oben, und das ist auch schon jene Funktion, die immer auch in Abgrenzung zum Rassismus gebracht wird, das wäre ja die Welterklärungsfunktion,
Also der Antisemitismus stopft die Lücken im Wissen, stiftet Sinn, wo kein Sinn ist. Diese Welterklärung oder diese Funktion bedeutet natürlich für die, die daran glauben, eine enorme narzisstische Zufuhr. Ja. Weil wer will, hat schon gern solche Lücken im Wissen, vor allen Dingen, wenn das nicht mit seinem Selbstbild oder mit den Erwartungshaltungen in seiner Umgebung auch zusammenpasst. Neben dieser Welterklärungsfunktion gibt es eine, ich meine, mindestens genauso wichtige, nämlich seine Bedeutung für die Herrschaftssicherung. Ich habe schon erwähnt, nämlich durch die Indienstnahme bzw. Ablenkung rebellischer Affekte. Und spätestens hier, also bei dieser Funktion, und ich werde dann darauf zurückkommen, nämlich auf einen Fehler, der sehr oft gemacht wird, dass man quasi von der Funktion auf die Ursache schließt. Dass man diese Funktion des Antisemitismus hernimmt, dass er Herrschaft stabilisieren hilft durch diese Ablenkung auf eben den jüdischen Sündenbock. Und dass er deswegen quasi ein Herrschaftsinstrument sei oder eben von oben ausgehe. Dazu später. Schließlich, und da bin ich sozusagen bei der inneren Funktion, bei der psychischen Funktion, der Antisemitismus stabilisiert den psychischen Haushalt. Er hilft, Hass, Aggression zu rationalisieren, er hilft, Konflikte zu lösen, allen voran der Ambivalenzkonflikt. Sozusagen das ja auch gleichzeitige Vorhandensein von Aufruhr und Unterordnung. Warum eignet sich der Jude, und da bin ich auch sozusagen beim Gründungssatz des Antisemitismus, wenn man so will, zur Lösung des Ambivalenzkonflikts? Oder anders formuliert, was war der erste antisemitische Satz, der auf der Welt gesprochen wurde? Ihr habt unseren Gott ermordet. Also ich habe mein Begriff des Antisemitismus geht viel weiter zurück wie der in der Geschichtswissenschaft hegemoniale, was aber nicht an ewigen Antisemitismus behauptet, das ist, lässt sich ja datieren auf ungefähr der Satz. Warum ist das so wichtig? Weil genau von diesem Gottesmordvorwurf sich die Vorstellung jüdischer Macht ableitet. Also wie mächtig muss eine Gruppe sein, die Gott ermorden kann? Und wenn das über Jahrhunderte sozusagen tradiert wird, ja, bleibt etwas zurück, ist doch zu vermuten. Und das ist eben diese Vorstellung von der jüdischen Macht. Das heißt, der Jude repräsentiert auch im Unbewussten ja durchaus eben mächtige Züge, väterliche Züge, oder wie Adorno auch sagt, sozusagen Züge des kastrierenden Vaters. Ja. Das heißt, der Antisemitismus erlaubt sozusagen vom ja, realen Herrschenden, egal ob Vater oder König, Kaiser, Führer, wie auch immer, sozusagen ja, Energie, Wut abzuziehen, sozusagen umzulenken und damit auch einen Konflikt zu lösen, eben den Ambivalenzkonflikt und auf sich zu ziehen. Ich darf erinnern, ich glaube, es war Richard Wagner, war der Erste, der meinte, das Gewissen sei eine jüdische Erfindung. Also auch hier eben wieder der Ausdruck oder das die Identifikation von Judentum und Macht beziehungsweise Strenge und eben das Gewissen, das Über-Ich, eben die väterlichen Aspekte. Ja, neben dieser inneren, sozusagen psychischen Funktion gibt es dann noch, ich meine doch abgeleitete Funktionen, ich würde meinen die Gemeinschaftsfunktion, die Welterklärungsfunktion, die Funktion für die Herrschaftsstabilisierung und diese psychische wären so die vier wichtigen. Wir können gern in der Diskussion darauf zurückkommen und vor allen Dingen zeigen oder diskutieren, wie man eben, oder versuchen, wie man nicht sozusagen von der Funktion schon den Kurzschluss auf die Ursachen dann verfällt. Ja, mit verschiedenen, sich teilweise aber widersprechenden Theorien wird versucht, ja, den Antisemitismus auch ursächlich zu begreifen und vor allen Dingen die Gründe für seine Verbreitung zu finden.
Es gibt zunächst sogenannte funktionalistische Theorien, die zielen auf die Bedeutung, welche der Antisemitismus für die Eigengruppe hat, die sich eben in Abgrenzung zu Juden bildet und denen all die negativen Eigenschaften zuschreibt, die im Inneren der Eigengruppe nicht erlaubt sind. Oft reduzieren diese funktionalistischen Ansätze aber den Antisemitismus auf seine Funktion für die In-Group. Das wären die Sündenbock-Thesen, die aber letztendlich auch nicht erklären können. Und das ist doch die entscheidende Frage, warum die Juden als Blitzableiter ausgewählt werden für jene soziale Aggression, die im Inneren der Eigengruppe nicht zugelassen ist, die darum nach außen eben gelenkt wird. Sündenbock-Theorien behaupten, dass insbesondere in Krisenzeiten soziale Konflikte beziehungsweise die Schuld daran eben nach außen projiziert werden. Damit verwandt ist das Ablenkungstheorem. Dieses sieht im Antisemitismus den Versuch, die soziale Wut auf Jüdinnen und Juden umzulenken. In seiner parteimarxistischen Version sind es die Herrschenden, die solcher Art den Antisemitismus einsetzen, um den Protest der Subalternen von der Ursache der Malaise wegzuführen. Auch Horkheimer und Adorno waren von dieser verkürzten Sicht des Antisemitismus nicht frei, als sie meinten, dass nur die Unteren, die unterdrückten, die Subalternen, antisemitisch seien, während die Herrschenden, wie sie geschrieben haben, ihn nur unterhalten, also ihn nur als Ablenkung einsetzen. Ja, Sie haben zwar recht, dass die Zweckmäßigkeit des Antisemitismus für die Herrschaft unbestritten ist, aber dennoch, meine ich, lässt er sich nicht, wie Adorno und Horkheimer das machen, auf ein billiges Korruptionsmittel und jetzt schon angesichts des Nazi-Antisemitismus auch als ein terroristisches Exempel. Ja, das ist etwas, was auch von der kritischen Theorie, wo man lange Zeit daran festgehalten hat, bis in die späten 40er Jahre noch, nämlich zu behaupten, die Verfolgung der Juden und Jüdinnen jetzt, also bis zur Vernichtung, nicht, also jetzt einmal Auschwitz außen vor gelassen, hätten als quasi Warnung gedient, vor allen Dingen für die Arbeiterinnenbewegung, ja. Die wäre das eigentliche Ziel gewesen und quasi an den wehrlosen Juden und Jüdinnen hätte der Nazismus ein Exempel statuiert, so auch der Glaube von Horkheim und Adorno noch in den Elementen des Antisemitismus, die sehr disparat auch sind gewissermaßen und sich zum Teil auch widersprechen, also auch was diese Zugänge betrifft. In ihrem Festhalten an diesem Ablenkungstheorem verkennen Horkheim und Adorno die Selbstständigkeit und soziale Unabhängigkeit des Antisemitismus, der eben nicht nur von den, wie Sie sagen, unrespektablen Rackets ausgeübt wird. Und auch die hohen Auftraggeber haben nicht einfach ein äußeres oder ein instrumentelles Verhältnis zum Antisemitismus, sondern diesen ebenfalls verinnerlicht. Vor allem scheint es aber problematisch, wie Horkheimer und Adorno es tun, eine Blindheit oder gar Intentionslosigkeit des Antisemitismus zu behaupten, wo sich dieser doch seit jeher gegen Jüdinnen und Juden richtet und in seinen eliminatorischen Formen deren Beraubung, Vertreibung und Ermordung zum Ziel hat. Hierin liegt die wohl problematischste Fehldeutung des Antisemitismus durch die kritische Theorie begründet, nämlich der Glaube, dass seine Objekte, die prospektiven Opfer des Antisemitismus, austauschbar wären. Ja, sie gehen sogar noch weiter, dass die Opfer jederzeit auch Täter werden könnten. Das heißt, je nach Konstellation Vagabunden, Juden, Protestanten, Katholiken, kann jedes von ihnen anstelle der Mörder treten. In derselben blinden Lust des Totschlags, sobald es
als die Norm sich mächtig fühlt. Es gibt keinen genuinen Antisemitismus, gewiss keine geborene Antisemiten. Zitat Ende. Letzterem kann man noch zustimmen, also ich halte den Antisemitismus auch für gelernt, aber vom ersten Teil ist das Gegenteil wahr. Es gibt einen genuinen Antisemitismus, der sich zudem vom Rassismus und von einfachen Vorurteilen gegen Minderheiten unterscheidet. Neben den, wie gesagt, funktionalen Theorien gibt es dann auch kausale Theorien, die führen den Antisemitismus auf soziale, ökonomische und oder psychische Ursachen zurück, wobei die leider meistens gegeneinander ausgespielt werden, anstatt in einer Art, wie Sigmund Freud das genannt hat, Ergänzungsreihe, sozusagen nicht hierarchisch, sondern eher nebeneinander angeordnet zu werden. Ganz oben in den kausalen Theorien oder die wichtigsten sind die sogenannten subjektorientierten oder sozialpsychologischen Ansätze. Die gehen oder gingen zunächst aus von einer Ich-Schwäche der, wie sie genannt wurde, autoritären oder auch totalitären Persönlichkeit und von deren Anfälligkeit gegenüber Antisemitismus in ihrer überhöhten Projektions- und Identifizierungsneigung. Solche Theorien zur idealtypischen antisemitischen Persönlichkeit kranken aber an ihrer Unbestimmtheit. Die als Ursache für den Antisemitismus angenommenen Charaktertypen, eben autoritärer Charakter, sind im spätbürgerlichen Kapitalismus beinahe universale Charaktertypen. Dementsprechend betonen Horkheimer und Adorno auch die Allgegenwärtigkeit des Antisemitismus in diesen Verhältnissen. Ja, also es wird dann quasi zu unbestimmt, vor allen Dingen dann in der siebten, in der letzten These, wird er ja dann quasi auch aufgelöst in diesen Verhältnissen. So wichtig der Verweis auf spezifische Persönlichkeitsstrukturen oder charakterliche Dispositionen antisemitischer Subjekte ist, so sollten diese weniger zur Ursache des Antisemitismus gemacht werden, sondern eher als begünstigende Variablen für seine Übernahme gesehen werden. Also ich halte den Antisemitismus für ein Deutungsmuster, ein kulturelles, ein soziales Deutungsmuster, das man einmal mehr, einmal weniger übernimmt. Was eben durch verschiedene Variablen entweder begünstigt oder gehemmt wird. Und die Ich-Stärke, um sozusagen das Positive dann zu nennen, wäre zum Beispiel in dieser Lesart eine hemmende Variable. Von den Objekten und den Opfern des Antisemitismus als dessen Ursache gehen demgegenüber sogenannte korrespondenztheoretische Ansätze aus, wie zum Beispiel die Realkonfliktthese, welche die tatsächlichen oder angeblichen Besonderheiten des Judentums und die Interaktion von In-Group und jüdischer Out-Group zum Gegenstand haben. Solche Ansätze mögen frühen vorchristlichen Formen auch des Aufeinandertreffens der Feindschaft zumindest teilweise noch gerecht werden. Also gerade für die antike Judenfeindschaft, finde ich, kann man durchaus solche Konflikttheorien verfolgen, wie auch hier wir es eher noch mit Rassismus zu tun haben oder, wenn man so will, unter Anführungszeichen Xenophobie, als mit Antisemitismus. Warum? Weil eben diese Zuschreibung der Macht an Juden und Jüdinnen fehlt. Es gibt sehr viele Zuschreibungen, auch schon in der antiken Feindschaft gegen Juden und Jüdinnen, aber diese fehlt. Und darum würde ich eben hier noch nicht von Antisemitismus sprechen.
Ja, also wenn Sie für diese frühen Formen teilweise noch geeignet sein oder sind, zu deren Analyse für die Erklärung des modernen Antisemitismus, der ja gerade hierzulande ein Antisemitismus ohne Jüdinnen und Juden war und ist, sind solche Ansätze also nicht geeignet. Ja, es gibt ja keinen realen Konflikt. Dass die Opfer des Antisemitismus ursächlich nichts mit ihm zu tun haben, also gegen diese korrespondenztheoretische Annahme, der Antisemitismus laut Adorno auf subjektiven Faktoren und der allgemeinen Situation der Antisemiten und Antisemitinnen basiert, gilt mittlerweile als weitgehend anerkannt. Also diese korrespondenztheoretischen Annahmen sind heute kaum mehr öffentlich auch zu hören. Ja, darum misst sich der wissenschaftliche und kritische Gehalt jeder Antisemitismus-Theorie und Kritik auch darin, ob und inwieweit sie die Antisemiten und Antisemitinnen und deren ideologische Vergesellschaftungsformen und nicht deren Objekte oder Opfer zum Gegenstand hat. Auch Sartre hat sich sehr früh gegen solche korrespondenztheoretische Verkennung des Antisemitismus ausgesprochen. Er betonte nicht die Erfahrung schafft den Begriff des Juden, sondern das Vorurteil fälscht die Erfahrung. Die Realkonfliktansätze verkennen, wie ich meine, ein ganz wichtiges Charakteristikum des Ideologischen, ja, also nicht im Verständnis von Ideologie, sondern das Ideologische durchaus weiter gefasst, nämlich, dass es Pseudo-Realität schafft. Ja. Diesen Ansätzen gegenüberstehen, oder würde ich gegenüberstellen, eben konstruktivistische Ansätze, welche die ideologische Konstruiertheit der Realität zum Ausgangspunkt ihrer Analysen nehmen. Also das ist eine Position, die durch den Linguistik-Turn in den Wissenschaften, also Sozialwissenschaften, enorm gestärkt wurde. Ja. Also diese konstruktivistischen Ansätze. Also wir können sagen, der Antisemitismus ist nicht die Folge eines realen Konflikts, sondern vielmehr die Ursache oder die Ursache in dieser verzerrten Wahrnehmung eines Konfliktes. Der Antisemitismus ist nicht nur, wie René Girard es einmal formuliert hat, Gedankenarbeit am Unwirklichen, also weitgehend unabhängig von der Realität, sondern er ist auch und vor allem Gemeinschaftsideologie und als solche durch die Genese und den Charakter der jeweiligen Gemeinschaft qualitativ wie quantitativ bestimmt. Das erklärt im Übrigen, also diese enge Bindung an Gemeinschaft und Vergesellschaftung, erklärt die unterschiedliche Quantität wie Qualität des Antisemitismus in unterschiedlichen Ländern. Handelt es sich bei so einer Gemeinschaft um eine pathologische, produziert schon deren Bildung den Antisemitismus quasi zwangsläufig als ideologischen Effekt. Ja, und so eine pathologische Gemeinschaft war oder ist die Volksgemeinschaft. Also keine Volksgemeinschaft ohne Antisemitismus. Darum ist für uns auch die FPÖ, die die Volksgemeinschaft im Programm hat, im Kern eine antisemitische Partei. Also nochmal Sartre, er sagt, überall dort, wo man gegen die soziale Spaltung der Gesellschaft, der Gemeinschaft behauptet, ja, gegen die Widersprüche, dort haben wir es mit Antisemitismus zu tun. Wiederum auch nicht automatisch vom Hintergrund eben der christlichen, wie auch immer säkularisierten Kultur in Europa. Als die prototypischen anderen oder Fremden, wobei das müssen wir spezifizieren, werden wir auch morgen versuchen, also jeweils unter Anführungszeichen im Fall der Juden
und Jüdinnen handelt es sich, oder jetzt der Wahrgenommenen, also müsste man den Juden im Singular nehmen, handelt es sich um unheimliche Fremde. Ja. Also wir könnten sagen, im Unterschied zum Rassismus, doppelt verdoppelt, quasi ist der Fremde, oder wäre das sozusagen der Unheimliche oder die unheimlichen Fremden, was sich erklären lässt von der Abkunft des Christentums aus dem Judentum. Ja. Also das ist ja doch trotz der Wegbewegung sozusagen eine Nähe da, eine Vertrautheit, die aber verdrängt wird. Und das ist der Begriff des Unheimlichen. Sozusagen das, was ehemals heimlich war, aber verdrängt ist, ja, wie zum Beispiel die jüdischen Wurzeln des Christentums, kehrt dann wieder eben als Unheimliches, Gespenstisches. Darum ist auch im Übrigen die Angst der Antisemiten und Antisemitinnen jenseits von der Paranoia auch wörtlich zu nehmen. Also sie lügen nicht, wenn sie sagen, sie fürchten sich. Sartre meint auch, der Antisemit, die Antisemitin haben Angst, aber eben nicht vor den Juden und Jüdinnen, wie sie behaupten, ja, sondern vor allem anderen. Ja, vom Leben, von der Freiheit vor allen Dingen. Also wir könnten auch sagen, der Antisemitismus ist der Versuch, so eine existenzielle Furcht, würde Sartre sagen, quasi zu bannen, indem er sie umwandelt, ja, in eine konkrete Angst vor Juden und Jüdinnen. Ja, die eben, wie gesagt, die prototypischen anderen oder unheimlichen Fremden der Herrschenden bei aller unvollständigen Säkularisierung christlichen Mehrheitskultur darstellen. Als solche ziehen sie sich eben den Hass jener zu, also jenen Hass zu, welcher in der Gemeinschaft nicht erlaubt ist. Ja, und eben auch zu den Differenzen. Je familienähnlicher, das heißt, je undemokratischer auch diese Gemeinschaft ist, desto größer die Notwendigkeit der Verschiebung, desto größer auch die Verschiebungsleistung. Je reiner oder besser die Gemeinschaft ist, also die eigene, desto schmutziger, desto böser die Juden und Jüdinnen. Die antisemitischen Bilder wurden und werden erschaffen als Negativfolien des ideologisch vergemeinschafteten eigenen Selbst. Auf diese grundsätzliche Vergemeinschaftungsfunktion des Antisemitismus spielt auch Horkheimer an, wenn er meint, oder wenn er schrieb, dass den Antisemiten im Gegensatz zu den Juden zu attestieren sei, eine Rasse zu bilden. Und er begründet es dann, weil sie immer dieselben Schlagworte verwenden, immer dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen, ja, einander fast ähnlich sehen. Zitat Ende. Wie wir schon gesehen haben, ist der Antisemitismus, wie der Begriff aus der Psychoanalyse, überdeterminiert. Er lässt sich nicht aus einer alleinigen Ursache ableiten. So kann etwa die gleiche charakterliche Disposition zu verschiedenen Zeiten oder an verschiedenen Orten gänzlich andere Folgen zeitigen. Es sind also auch soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Faktoren, die Antisemitismus begünstigen oder hemmen. Aus ihnen, würde ich meinen, ragt die Krise heraus. Also aus diesen Faktoren, in dem Fall ein begünstigender Faktor, die Krise, aber jetzt nicht objektiv, sondern die von einer Mehrheit als Krise und als Bedrohung wahrgenommen wird. Diese auf Rosenberg zurückgehende, also Hans Rosenberg zurückgehende Krisentheorie des Antisemitismus kann aber nicht erklären, warum gerade in Deutschland und Österreich deren Verarbeitungsformen so irrational und eben dann so massenmörderisch waren. Ja, die Krise war ja Weltwirtschaftskrise, wie der Name sagt, eine globale. Ja, also die Bedingungen wären jetzt rein ökonomisch ähnlich gewesen. Aber warum dann in Deutschland und Österreich der Antisemitismus in dieser Form eben so durchschlägt? Um das zu verstehen, müssten die sozialen und politischen Interpretationen des undurchschauten Krisenzusammenhangs in das Zentrum der Analyse gerückt werden. Nämlich die
entscheiden. Also die Interpretationen entscheiden darüber, was die Krise ist und welche Konsequenzen zu ziehen sind. Zudem sind es auch viel weniger ökonomische Krisen alleine, die Antisemitismus hervorrufen oder begünstigen. Vielmehr müssen sich diese Krisen erst die ökonomischen Krisen zu hegemonialen oder ideologischen Krisen steigern, um zu so einer begünstigenden Variable des Antisemitismus zu werden. Demgegenüber neigen linke oder vulgär-materialistische Ansätze zu einer objektivistischen Verkürzung, zu einer Parallelisierung von Wirtschaftskrise und Antisemitismus. Die Disposition zum Antisemitismus hängt aber weniger von objektiven Faktoren wie Statusverlust oder Abstieg ab. Vielmehr sind es subjektive Empfindungen wie Angst, welche die Bereitschaft zur Übernahme antisemitischer Stereotype vergrößert. Wie lange haben wir noch? Ich glaube, keine Eile. Gut, ich möchte mich nicht dann wieder am Schluss nur kürzen. Noch ein paar Gedanken, auch weil es angekündigt war, zu den Versuchen von Linken oder linker marxistischer Tradition, den Antisemitismus irgendwie sozusagen begrifflich beizukommen. Zum eben schon genannten Manipulationsthese, der entgeht ganz, oder ich würde sagen, der wesentliche Vorgang, denn, also jetzt am Beispiel Deutschlands und Österreichs gesprochen, und ich habe vor allen Dingen dazu auch gearbeitet, ist es eben wichtig, dass der Anstoß, wenn man so will, oder der Ausgang des Antisemitismus eben nicht von oben sozusagen kam, sondern aus der ideologischen Struktur selbst heraus entstanden ist. Also die Struktur selbst hängt natürlich jetzt auch oben und unten, aber ist doch auch wieder mehr als das. Ohne Antisemitismus hätte der Diskurs der Rechten einschließlich der Nazis nicht kohärent gemacht werden können. Also es bestand sozusagen eine innere Notwendigkeit auch. Auch wäre ohne Antisemitismus das Eingreifen der extremen Rechten in das Gebiet der sozialen Frage nicht so erfolgreich, nicht möglich gewesen. Die Frage ist, wie oder warum gelang es der extremen Rechten sozusagen die Massen zu manipulieren, sozusagen die angebliche Unzufriedenheit mit dem Kapitalismus sozusagen umzulenken auf die Juden und Jüdinnen, wie es so in linken Erzählungen immer auch heißt. Also die Frage nach den Gründen für den Erfolg der Manipulation. Und hier fällt ein Großteil der marxistisch inspirierten Analysen sozusagen wieder zurück, auch hinter den schon erreichten Standards. Das gilt auch für Horkheimer und Adorno, nämlich sie verwechseln als die Zuschreibungen, die antisemitischen Zuschreibungen und die Realität. Und die Realität war bekanntlich vielfältig. Also ich spreche hier von der Realität jüdischen Lebens im 19. und 20. Jahrhundert. Das zeigt sich vor allen Dingen in der Behauptung, die kommt ursprünglich vom Horkheimer, findet sich aber dann auch in den Elementen, in der dritten These, nämlich die Behauptung oder der Glaube, wonach Juden und Jüdinnen alle in der Zirkulationssphäre eingeschlossen gewesen wären, beziehungsweise sich vor allem auf den Geldhandel konzentriert hätten. Und Horkheimer bekanntermaßen erklärt dann auch die Eskalation des Antisemitismus in Nazi-Deutschland sozusagen mit dem Wegfall
der Zirkulationssphäre. Ja, und damit das Sinn macht, muss ich ja wirklich glauben, nicht nur, dass es eine Zuschreibung ist, ja, die Zirkulationssphäre, sondern dass ich tatsächlich, wie es auch heißt, in den Elementen des Antisemitismus, zu lange in der Zirkulationssphäre eingesperrt gewesen wäre. Ja. Und dann kommt diese skandalöse, wie ich meine, Formulierung, dass sie quasi diese Tatsache in ihrem Wesen widerspiegeln. Auch hier eigentlich ein Verstoß gegen das Postulat von Horkheimer und Adorno. Die sagen, die Ursachen des Antisemitismus sind nicht bei Juden und Jüdinnen zu suchen. Und dann aber, und ich glaube eben, dass eben die Ursache, oder hat den Grund eben noch in dieser Verstricktheit, die ja zurückgeht bis zum Marx-Text zur Judenfrage, nämlich diese Gleichsetzung von, die wiederum auf dem christlichen Wucher-Vorwurf aufbaut, von Jude und Geld. Die eben offenbar auch hier noch nicht überwunden ist. Ein wichtiger Beitrag jedoch aus der kritischen Theorie oder aus den Elementen des Antisemitismus ist jener Hinweis, dass es sich beim Antisemitismus um Projektion handelt. Ich würde sagen, ein Großteil der ernstzunehmenden Antisemitismus-Theorien heute gehen davon aus, dass die antisemitischen Zuschreibungen eben nichts mit jüdischer Realität zu tun haben, sondern sehr viel aussagen über den oder die, die projiziert. Das heißt, wir gehen sozusagen in der Analyse vom antisemitischen Material aus, analysieren das und machen sozusagen Schlüsse quasi auf die Inhalte der Projektion. Was aber zwar auch wieder darauf verweist, sozusagen auf gesellschaftliche Notwendigkeiten, eben was wird projiziert, zu welchem Zeitpunkt wird was projiziert, aber auch hier wiederum nicht es unbedingt gleich wieder kurzschließen, eben daraus eine Ursache oder die einzige Ursache, nämlich diese Notwendigkeit zur Projektion zu machen. Melanie Klein geht hier noch einen Schritt weiter und spricht von projektiver Identifizierung, also jetzt nicht mit Blick auf Antisemitismus, also das ist jetzt nur im psychoanalytischen Diskurs eine Form der Abwehr. Also zunächst eben Projektion. Es wird ein Teil des Inneren, also der Teil, der nicht integriert werden kann, unterdrückte, nicht zulässige Wünsche, ja, Verdrängtes, wird auf die Außenwelt, auf Objekte eben übertragen. Und projektive Identifizierung meint nun, dass ich aber sozusagen mit den Projekten, und das meine ich, dass beim Antisemitismus doch zutrifft, sozusagen identifiziert bleibt. Ja. Also darum auch dieses fast schon manische Interesse der Antisemiten und Antisemitinnen an allem Jüdischen. Ja. Und es gibt auch eine Stelle, ich weiß jetzt nicht wo Horkheimer und oder Adorno eben dann auch darauf hinweisen, dass es sogar so weit geht, dass sie wissen nicht mehr, ob es bewusst ist, sogar nachmachen. Ja, also und das nicht nur jetzt im Spott, sondern wirklich fast schon manische Besessenheit mit oder von Fragen rund um Judentum, Religion, jüdische Riten und so weiter. Und das, und wenn wir morgen drüber reden, scheint auch einer der Unterschiede zum Rassismus zu sein. Also beim Antisemitismus mehr noch, wie beim Rassismus bleibt sozusagen das projizierende Subjekt sozusagen identifiziert mit seinem Objekt, also mit der Projektionsfläche. Ich habe vorher von der subjektiven Aufrichtigkeit der Antisemiten und Antisemitinnen gesprochen, wenn sie zum Beispiel meinen, sie fühlen sich verfolgt.
was meine ich da? Und das ist ja auch nur vom, oder was meinte ich, das ist nur vom Hintergrund eben dieser Projektionstheorie auch zu verstehen, nämlich es ist auch der Hass, ja, der projiziert wird auf die Juden und Jüdinnen, und von diesem Hass, ja, der aber eigentlich der eigene ist, ja, und in manchen Aspekten wohl auch Selbsthass, ja, quasi am fremden Objekt, ja, also von diesem Hass fühlt man sich dann verfolgt. Hier sind aber auch schon wieder die Grenzen der psychologischen Deutungen angesprochen, weil niemand gerne verfolgt. Also immer, oder sehr bei der Regel, generiert sich der oder die Angreifer, Angreiferin, der Aggressor, die Aggressorin als Verfolgte, ja, als jemand, der sich wehrt, die sich wehrt. Hitler schreibt in Mein Kampf: indem ich mich der Juden erwehre, vollende ich das Werk des Herrn. Also wieder auch der Bezug von ihm auf das Christentum. Ja, also die fühlen sich tatsächlich verfolgt, aber wie gesagt, es sind nicht die Juden und Jüdinnen, die sie verfolgen, sondern ihre eigene Projektionen. Was Freud über die Religion gesagt hat, das gilt auch für die antisemitische Alltagsreligion, wie Freud, wie Detlef Clausen hier, wie ich meine, doch den richtigen Begriff gefunden hat. Nämlich, dass sie eben nichts anderes ist als in die Außenwelt projiziertes, Unbewusstes oder Verdrängtes. Projiziert wird, ich habe es vorher erwähnt, eben Wünsche, Hass, Verdrängtes. Allgemein gesprochen sind es Es- und Über-Ich-Anteile, die in dem Fall auf Juden und Jüdinnen projiziert werden, wobei auch hier wieder, werden morgen dann oder können auch heute in der Diskussion darauf zurückkommen, es im Fall des Antisemitismus vor allem Über-Ich-Anteile sind. Ja, da bin ich wieder bei der schon angesprochenen Imagination eben der jüdischen Macht, die Vater-Imagines, die auf Juden übertragen werden. Aber wir dürfen den Antisemitismus nicht darauf reduzieren, weil wir ihn auch da nicht verstehen. Vor allen Dingen den narzisstischen Erlösungs- und Vernichtungsantisemitismus, der eben nur wie Massimo Zumbini das einmal formuliert hat, nämlich als ein doppelter Schaltkreis funktioniert. Ja? Also erst sozusagen das Rassistische und das Antisemitische in einem. Ja? Der Erlösungs- und Vernichtungsantisemitismus, um wieder zurückzukommen zu die Es- und Über-Ich-Anteile, hatte sozusagen beides im Projektionsmaterial. Die Es-Anteile im am osteuropäischen Untermenschen, ja, die Assoziationen, auch das gehört sozusagen zur Geschichte des Antisemitismus von Anfang an, wobei in diesem Anfang spricht man noch nicht von Antisemitismus, aber auch schon davor eben in der antiken Feindschaft gegen Juden und Jüdinnen war die erste Zuschreibung eben Schmutz und Krankheit, ja, der Aussatz. Ja, das war sozusagen beschädigte, unvollständige Körperlichkeit und Judenbild unter Anführungszeichen gehören seit damals zusammen. Wie ich meine, vor allen Dingen oder projiziert werden auch Schuldgefühle, die nicht integriert werden können. Aber jetzt können wir uns natürlich fragen, Schuld woran? Ja, beginnen wir beim ersten antisemitischen Satz: ihr habt unseren Gott getötet. Ja, da ist es sozusagen die Schuld. Also wenn ich das Christentum richtig verstanden habe, hat ja Jesus die Schuld derer, die an ihm glauben, auf sich genommen und ist gestorben, um zu Christus zu werden. Also, stimmt so, ja? Das heißt, es ist die Schuld derer, die an ihn glauben. Das ist natürlich eine große Schuld. Ja? Es hat einen Menschen getötet, er ist zwar freiwillig, ja? Das musst du mal tragen. Ja? Und darum finde ich eben diesen Hinweis auf den Gründungsersatz auch unter diesem Aspekt so wichtig, weil hier nicht nur das erste Mal eben die jüdische Übermacht behauptet wird, sondern eben wir es auch zu tun haben mit Schuldprojektion, mit nicht
Anerkennen von Schuld, wie das ja auch, oder vor allen Dingen dann im Fall des sekundären Antisemitismus, also des Antisemitismus nach und auch wegen Auschwitz, ja, diesen kennzeichnen. Die, wenn man so will, idealtypischen Subjekte der Projektionen sind nach wie vor als autoritär, aber, das nehme ich Bezug auf Debatten der letzten Jahrzehnte auch, und vor allen Dingen als narzisstisch zu charakterisieren. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass es sozusagen Schwächungen von Ich-Funktionen gibt, aber die vielleicht weniger oder nicht nur familiär sozusagen bedingt sind, sondern tatsächlich strukturelle Schwächungen darstellen. Und auf solche strukturelle Schwächungen des Ichs, denen wir ja alle ausgesetzt sind, reagiert das Ich sehr oft mit narzisstischer Besetzung, jetzt vielleicht weniger desselben, also von sich selbst, als von so kollektiven Selbst oder Größen selbst. Adorno spricht hier von kollektivistischen Derivaten, die sozusagen hier narzisstisch besetzt werden. In der Zugehörigkeit zum Herrenvolk von Untertanen, wie Heinrich Mann die Deutschen nannte, findet das ohnmächtige Subjekt Macht über die Untermenschen. Die tatsächliche Machtlosigkeit der Jüdinnen und Juden prädestiniert diese zudem zu Repräsentantinnen der Gefahr des Aufruhrs. Ja, das war auch hier wieder dieses Double Bind. Was, wie ich meine, auch die Angst vor ihnen und den Hass auf sie erklären hilft. Im Bild des Juden, der zuvor zur Projektionsfläche verdinglicht wurde, auch hier wieder die Gewalt, sammelt sich alles, was im Selbstbild so bedrohlich oder so böse war. Es ist vor allem der Zwang der Verhältnisse, beziehungsweise der Zwang zur Einordnung in diese Verhältnisse, welcher am Anfang der Verdrängung eben verbotener Triebregungen und Wünsche steht. Adorno und Horkheimer haben im Odysseus-Kapitel der Dialektik der Aufklärung den zivilisatorischen Fortschritt als einen gegen das Ich gewalttätigen, es zurichtenden Prozess auf den kritischen Begriff gebracht. Das, was beim modernen Subjekt nicht zugelassen und unterdrückt wird oder unterdrückt werden muss, wird eben unterm Zwang der Verhältnisse auf Jüdinnen und Juden projiziert und an ihnen gehasst. Antisemitismus ist damit die Folge eines innerpsychischen Konflikts, aber wie gesagt abhängig von den äußeren Verhältnissen, bei dem das am Juden verachtet und herabgesetzt wird, was einem selbst vertraut und gleichermaßen fremd erscheint, weil es im Prozess der Zivilisierung unterdrückt werden musste. Antisemitismus erscheint in dieser Perspektive als Symptom einer Gesellschaftsstruktur, die eine rigide Unterdrückung der inneren Natur erfordert. Ich möchte, haben wir noch so viel Zeit? Abschließend ein paar Gedanken zu diesem schon erwähnten rebellischen Moment antisemitischer Vergemeinschaftung. Also wir haben vorher darüber gesprochen, also Antisemitismus erleichtert die Unterordnung, ja. Also die Vergemeinschaftung, diesen Ausgleich von rebellischen und unterwerfenden autoritären Momenten. Viele Historiker, Historikerinnen erkennen im Antisemitismus fast schon revolutionäre Elemente. Und das ist ja nicht einmal falsch, wenn man das mit einer ideologietheoretischen Betrachtungsweise des Antisemitismus als, wie Kurz Lenk sagt, Ersatzhandlungen, die in einem, wie Deutschland und Österreich, ohne bürgerliche Revolution und ohne politisch wirksame Aufklärung gebliebenen Land vorwiegend ländliche Schichten in einer für sie undurchschaubaren Situation in blinder Wut vollziehen. Also, wenn man
sozusagen diese Betrachtungsweise von der Ersatzhandlung zusammendenkt mit der Sichtweise der vielen Historiker, vielen Historikerinnen, nämlich die behaupten eben diese revolutionären Elemente, dann wird da ein Schuh draus. Die subjektive Aufrichtigkeit der sich tatsächlich rebellisch wahrnehmenden Antisemiten und Antisemitinnen wäre dabei aber zu ergänzen durch die Kritik der objektiv konterrevolutionären Funktion des Antisemitismus. Tatsächlich richtete sich die autoritäre Rebellion eben nicht gegen die Prinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung, sondern gegen manche verzerrt wahrgenommene Oberflächenerscheinungen derselben. Diese Eigenschaft des Antisemitismus ist auch nicht, wie das die Linke in Österreich und Deutschland, also historisch die Sozialdemokratie, lange Zeit behauptet hat und wirklich so gesehen hat, diese Eigenschaft des Antisemitismus sozusagen auf Oberfläche zu verharren, ist nicht ein Stehenbleiben auf halbem Weg zur Erkenntnis, ja, sondern das ist zu kritisieren aufgrund seines grundsätzlichen fetischistischen Charakters. Darum ist der Antisemitismus bei aller Manipulation durch die Herrschenden stets auch selbsttätige Verkennung von sozialer Wirklichkeit. Bei allen rebellischen Momenten wäre es aber verkürzt, und es ist auch falsch, bei vielen historischen Beispielen falsch, die antisemitischen Pogrome seit dem Mittelalter als fehlgeleiteten Aufstand gegen die Herrschenden oder die Zumutungen der Konkurrenzwirtschaft zu deuten. Gleiches gilt für die Reduktion des Nazismus und der Shoah auf den Antikapitalismus, wie das viele im Anschluss an Moshe Postone gemacht haben. Wird nämlich der Antisemitismus ausschließlich als tatsächlich und noch dazu tatsächlich antikapitalistische Bewegung gesehen, wird er oft unfreiwillig dem Umkehrschluss, ja, Juden sind gleich Kapitalisten, Vorschub geleistet. Postone begreift darum den Antisemitismus als fetischistischen Antikapitalismus eben und nicht als revolutionären, emanzipatorischen. Ja. Dieser fetischistische Antikapitalismus spaltet den Doppelcharakter der Ware auf, nämlich in zwei gegensätzliche Entitäten. Im nächsten Schritt wird eine Seite, nämlich die abstrakte Seite der wertförmigen Vergesellschaftung oder der Tauschwert, der wird verteufelt, während die andere Seite, die konkrete, wie zum Beispiel die produktive Arbeit, wie es heißt, geheiligt wird. Postone kann damit aber nicht erklären, warum die abstrakte Seite auf die Juden projiziert und dort bekämpft wird. Und darum ist auch er auf die lange Geschichte, auf die Tradition, also beim Versuch, das zu erklären, warum die Juden, warum die Jüdinnen, auf den Verweis auf die lange Geschichte des christlichen Antisemitismus angewiesen. Dieser notwendige Rückgriff verdeutlicht, dass auf einer allgemeinen Ebene der Kapitalismusanalyse nicht viel über Antisemitismus und dessen jeweilige Verbreitung und Artikulationsform auszusagen ist. Antisemitismuskritik beginnt darum erst mit der Analyse des Kapitalismus und des ihn kennzeichnend notwendig falschen Bewusstseins. Das notwendig falsche Bewusstseins, das verweist, und jetzt komme ich ans Ende, auf den Fetischismus, jene den wahren innewohnende Eigenschaft. Nämlich die Eigenschaft, dass sie die wahren durch den Fetischismus ihre soziale Seite, ihre gesellschaftliche Seite in eine wesenhaft, ja, natürlich dingliche Seite verwandeln. Diese Eigenschaft bildet die Grundlage und die Voraussetzung des modernen Antisemitismus. Damit ist er tatsächlich, ja, soweit gehe ich noch, konform, ursächlich mit der wertförmigen Vergesellschaftung verknüpft. So wie der Fetischismus, wie Marx sagt, den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, so stellt der Antisemitismus einen spezifischen ideologischen Effekt bürgerlicher Vergesellschaftung, zumal in Deutschland und Österreich, dar. Darüber hinaus geht aber Postone, wenn er
die notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung und die Folgen identifizierend, den Antisemitismus selbst als besonders gefährliche Form des Fetisch bezeichnet. Universaler Wahnfetischismus und Antisemitismus sind jedoch nicht identisch. Vielmehr baut letzterer, also der Antisemitismus, auf dem Wahnfetischismus auf. Die alltägliche Verkennung des Sozialen führt in bestimmten historischen Kontexten zu spezifischen Formen der Verzerrung der Realität eben zu Lasten der Juden und Jüdinnen. Eine dieser Verzerrungen, welche die Verhältnisse stabilisieren und bei den Einzelnen akzeptabel machen, stellt die Identifikation der Juden mit dem Geldhandel oder der Zirkulationssphäre dar. Mit der wahnfetischistischen Verkehrung von Sozialem in Natürliches kann also nur die erste, die allgemeine Stufe der Ideologiebildung erklärt werden. Das gilt auch grundsätzlich, wie ich meine. Ihre Fortsetzung zum manifesten Antisemitismus lässt sich nur mittels einer historischen Spezifizierung des oder dieses notwendig falschen Bewusstseins fassen. Denn, ich zitiere noch einmal Clausen, der Wahnfetisch wird im Vorbewussten und Unbewussten weiter bearbeitet. Der Antisemitismus wäre also zu begreifen als Konkretisierung allgemeiner Verblendung zu einer, ja, wenn man so will, bewussten, absichtlichen Verblendung, wie Gerhard Scheidt das formuliert hat. Wird demgegenüber der Antisemitismus auf den Fetischismus reduziert, wird er zu einer unabänderlichen Eigenschaft der Warenproduktion. Bei aller Determination des Antisemitismus durch kapitalistische Vergesellschaftung übrig bleibt jener, wie ich meine, doch bedeutende Überschuss an Leidenschaft und bewusster Entscheidung zu Hass und Verfolgung, der den Antisemitismus eben nicht vollständig in seinen gesellschaftlichen Funktionen aufgehen lässt. Diese relative Unabhängigkeit des Antisemitismus von seinen ökonomischen Bedingungen macht es erst möglich, ihn zu bekämpfen, obwohl ja diese Bedingungen weiterhin leider vorherrschen. Danke.